Hi Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal Hijab Lovers. Ihr seht, erneut stehe ich mit einem Wish Unboxing Haul mit euch. Ich liebe diese Videos, weil ich mich mega selber auf den Inhalt freue, weil ich doch nichts ausgepackt habe. Ja, umso mehr freue ich mich auf das Video. Ich hoffe, du freust dich auch. Das Video ist in Kooperation mit Wish. Ich durfte mit Wish erneut arbeiten und mir ein paar Teile aussuchen. Deswegen freue ich mich, euch auch meinen Code vorzustellen. Ich habe nämlich einen 20% Code für euch, Rabattcode, und der ist genau eine Woche gültig. Falls dir was gefällt, würde ich sagen, beeil dich und nutze die 20% von mir. Mein Rabattcode heißt Flower20, werde ich aber auch alles nochmal in der Infobox schreiben, und ich werde auch alles, was wir jetzt hier zusammen mit euch auspacken, in der Infobox verlinken. Dann kannst du genauer reinschauen und die Preise dir auch anschauen. Ja, starten wir direkt mit dem Video. Ich habe einen Crepe Maker gekauft, so eine Pfanne, eine elektrische Pfanne, mit dem man hauchdünn Crepe machen kann. Mal schauen, ob das klappen wird. Ich freue mich mega. Lass uns das mal uns genauer anschauen. Alles, was ich euch in diesem Video zeige, habe ich für den 14.02. gekauft. Es ist nicht nur der Valentinstag für mich, es ist auch der Geburtstag meines Mannes. Er wird sogar 30, deswegen ist der 14.02. für mich doch schon wichtiger als sonst. Ich habe versucht, so gut wie möglich für den Valentinstag, aber auch für seinen Geburtstag, so Dekoartikel mitzunehmen oder für das gemeinsame Frühstück, wie jetzt hier zum Beispiel das hier. Ein paar E-Geräte, ich habe nämlich, glaube ich, zwei. Genau, und ja, auch für die Party am Abend habe ich auch versucht, ein paar Sachen mitzunehmen. Ja, das hier ist, wie gesagt, fürs gemeinsame Frühstück gedacht. Er liebt nämlich Pfannkuchen. Für meins ist es jetzt nicht so ganz, aber ich weiß, dass er das mega gerne isst. Mal gucken, ob das klappen wird, so wie ich es gehofft habe. Einmal zeige ich euch mal genauer. Ich denke, ihr habt das auch bestimmt auf TikTok oder auf Instagram schon mal gesehen. Also die Farbe gefällt mir mega, passt zu meiner Einrichtung. Man hat hier so eine Fläche und hier so einen Behälter. Hier rein, hier erklärt, wird auch alles gut erklärt. Hier kommt das Crepe-Teig rein und man tupft sozusagen, nachdem das schön heiß geworden ist, nachdem man das angesteckt hat, einfach nur ein bisschen da rein und wartet. Und zieht die Schicht sozusagen ab, und somit hat man hauchdünn einen Crepe gezaubert. Mal gucken, ich finde die Idee genial, ehrlich gesagt. Ich möchte auch unseren besonderen Tag unbedingt filmen, in der Hoffnung, dass ich das schaffe, auch noch einen Vlog dazu drehen. Aber ich möchte es hier nicht hoch und heilig versprechen, weil ich Angst habe, dass das vielleicht doch nicht klappt. Habe ich auch für meine GoPro ein paar Zubehöre mitgenommen. Einmal hier so eine Case, mit der ich die ganze Zeit unterwegs sein kann, ohne Angst zu haben, dass sie in meiner Tasche zerkratzt wird. Hier wird die genau reinpassen. Auch für die GoPro habe ich so ein Handstativ mitgenommen. Kann man aber auch zu einem so Selfie-Stick sozusagen umfunktionieren. Zeige ich euch mal. Ich muss mich auch später mal besser reinlesen. Ja, schaut mal. Somit kann ich auch so Selfie-Videoaufnahmen machen. Und ja, finde ich auch cool. Oder auch so gemeinsames Foto mit meinem Mann als Erinnerung. Ich freue mich mega auf den Tag. Ja, auch für die Deko, wie gesagt, habe ich gesorgt. Ich habe Luftballons mitgenommen. Die dürfen nicht fehlen. Ihr könnt dreimal raten. In Herbstform. Schaut mal. Ich habe mich für diese Farbe entschieden, dunkelrot. Den hatten die in verschiedenen weiteren Farben. Weiß, Silber, Pink, Hellrot. Und ja, ich habe mich für dunkelrot entschieden. Thank you.
patladı. Kulağım patladı. Und bei mir orada. Normalde her şeye, kennst du das so, wenn du so einen Tisch falsch ziehst, fliegen die weg, aber bei so einer Explosion reagieren die gar nicht. Und du willst einfach weiter schlafen. Aber wir sind Kulağım patladı, ja. Nehmen wir Versuch Nummer 2. Aber ich bin selber schuld. Schaut mal, richtig süß. So eine Servierplatte, so eine Rattan-Servierplatte. Ich habe mir vorgestellt, hier auch so schön unser Kaffee, Tee zu servieren. Ich versuche es an dem Tag alles so schön zu machen wie möglich. Aber auch an sich kann man hiermit, finde ich, sehr schöne Deko-Projekte starten. Muss nicht unbedingt fürs Frühstück sein, finde ich. Was ist das hier? Das ist so eine Deko-Platte. Kann man auch unterschiedlich benutzen. Einfach zum Dekorieren, fürs Frühstück. Moment. Fürs Frühstück, aber auch vielleicht an die Wand als Deko. Wow, das liebe ich jetzt schon. Schaut euch mal das hier an. Einfach nur genial, oder? Richtig schön. Also passt auch definitiv in meine Einrichtung. Ich habe mir überlegt, vielleicht hier so Nüsse reinzustellen. So schöne Walnüsse, Erdnüsse und dann das immer auch vor Ort auf dem Tisch zu lagern. Man könnte es aber auch unterschiedlich benutzen. Man könnte es auch für, was könnte man es noch benutzen? Zum Beispiel auch zum Dekorieren, zum Beispiel vom Lagern und Verstecken von Kabel, Zubehöre, so kleine. Die ist nämlich richtig schön groß, aber auch nicht zu groß und einfach dekorativ wunderhübsch. Das ist ein Geschenk für ihn. Das hatte er sich nämlich gewünscht. So ein Magic Keyboard. Für das iPad. Er benutzt sein iPad immer sehr gerne auch auf der Arbeit und wollte sich mal hier dafür passend eine Tastatur gönnen. Wow, sieht richtig stabil aus. Schaut mal. Ups. Also so sieht das aus. Das ist dann die Case für das iPad. Und hier unten kommt dann die Tastatur magnetisch drauf. Cool. Höchstwahrscheinlich mit so einem Bluetooth verbindbar. Schon groß und ja, sieht richtig gut aus. Da wird er sich definitiv freuen. Was das hier ist, werdet ihr erst verstehen, wenn ich das größte Paket hier öffne. Darauf freue ich mich auch mega. Mein Mann geht immer wieder Sport machen und achtet auf seine Ernährung mehr als ich darauf achte und kann nicht immer Frittiertes essen. Jetzt zeige ich euch mal, was das hier ist. Das wollten wir uns schon sehr lange anschaffen. Ui! Ein Airfryer. Falls du auch für deinen Partner für den Valentinstag Geschenke suchst oder ein paar Sachen, die dir gefallen hat, aber du denkst, dass das zeitlich knapp wird, kann ich dir raten, Expressversand auf Wish zu verwenden. In ein paar Tagen, in wirklich ganz wenigen Tagen, 2-3 Tagen sind die Teile schon bei euch zu Hause angekommen. Ich frage mich immer noch, wie ist das möglich? Das ist einfach nur genial. Auf die Teile muss ich auch fast gar nicht warten. Man kann ja mit dem Airfryer auch Fisch, Fleisch, Gemüse, Pommes, alles machen. Hier steht das auch alles drauf, wie viele Minuten, wie viel Grad man für was benötigt. Wenn man Fisch macht, wenn man Kuchen macht, sogar steht drauf. Ich werde dann definitiv richtig gut testen und euch auf Instagram mitnehmen. Moment, ich zeige euch den mal. Ui. Und ich muss sagen, der war günstig. Wirklich günstig. Deswegen habe ich mich auch gefreut, den gefunden zu haben. Schaut mal. So wie man einen Airfryer auch kennt. Ich nehme mal hier jeweils alles ab.
richtig cool. Ich habe auch passend hierzu so Backblech mitgenommen oder Backpapier, ja, genau, Backpapier mitgenommen. Die sind wirklich auch so schön rund und da sind wirklich ganz viele mit da drin. Wenn ich mich nicht irre, 100 oder 50 und die stellt man hier einzeln rein und somit bleibt das auch schön sauber und muss einfach nur da drin Gemüse, Obst oder Fleisch lagern und schon hat man alles sauber hier drin. Ich freue mich mega darauf. Das ist ja wirklich, ihr kennt ja, wie ein Airfryer funktioniert. Schreib mir mal in den Kommentaren, ob du schon eins hast und ob du zufrieden mit dem Gerät bist. Ich freue mich mega, dass wir jetzt damit gesund kochen werden. Naja, Mädels, das war es auch schon von meiner Seite. Ihr merkt, wir haben alles ausgepackt. Schreib mir mal bitte in den Kommentaren, welches der Teile dir am meisten gefallen hat. Ich könnte mich definitiv nicht entscheiden. Ich freue mich mega hier drauf. Das finde ich aber auch sehr interessant. Mal schauen. Aber auch die Körbe, Zubehör, Deko, alles, was ich gefunden habe und gekauft habe, finde ich echt cool und günstig, muss ich sagen. Ja, falls du auch was hier mitnehmen möchtest und nachshoppen möchtest, vergiss nicht, meine 20% Flower 20 zu benutzen. Ja, ich hoffe, dass das Video dir gefallen hat. Ich wünsche dir einen angenehmen Abend. Deine Hijab Flowers.